Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Super Mario Party mit mir von Nöer Gamblers als Hobby auf der Nintendo Switch. Gut, das ist ein Joy-Con, das ist jetzt nicht die Switch, aber... ja, wir sind hier stehen geblieben in dieser Reihe, fängt es jetzt weiter an. Und das sind hier coole Spiele auf jeden Fall. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so, aber mal schauen. Alle Spiele sind cool. Aber es gibt natürlich lustigere und es gibt weniger lustigere, aber trotzdem cool. So, wir fangen direkt an. Hier ist gut vernetzt. So gesehen ein Teamspiel. Oh. Okay, Prinzip verstanden. Ist eigentlich ein Teamspiel, gar nicht mal so 4 gegen 4 oder so. Jeder gegen jeden. Nicht 4 gegen 4. Start! Ups. Oh. Voll verfehlt. Und voll drunter geschwommen. Voll weggedrückt. Oh. Na gut, okay. 84 ist auch okay. A-Rang geschafft. Also es scheinen jetzt also Minispiele zu sein, ohne Wettkampf irgendwie. Oder Wettstreit, wie man es nehmen mag. Alle im Eimer. Das nächste. Aufgabe. Bälle weiterreichen und den richtigen Eimer fallen lassen. Jeder Fehler bedeutet einen Punkt Abzug. Weiterreichen oder annehmen. Okay. Okay, Prinzip verstanden. Eigentlich gar nicht mal so schwierig. Räumen wir mal ein bisschen auf. Neuer Rekord, Wahnsinn. Ich glaube, schneller kann man es doch auch gar nicht wirklich machen, oder? Es ging doch schon eigentlich relativ zügig. So, nochmal 50 Punkte. So, das nächste, Bumerang-Beschuss. Was haben wir hier? Okay. Na gut. Das ist okay. Start. Hallo? Scheiße. Werft doch. Neuer Rekord. Wird aber trotzdem zusammengezählt, okay?
Sonst hätte ich voll verloren. Ich hatte die wenigsten Punkte. Okay. Nächstes Spiel, Pinguinhirten. Okay. Bewegen. Die Babypinguine von der Eisfläche treiben. Wenn du die Babypinguine hetzt, watschen sie dir davon. Los, bringt sie alle hier runter. Ich bring sie rein. Okay, Prinzip verstanden. Nichts Schweres eigentlich an sich. Die Mama hat sie wohl selber nicht so im Griff. Ich bin so gesehen für den Abschluss da. Ende. Fertig? Yeah. Oh. Eieiei, dieser Husten ist echt schlimm. So, nächstes Minispiel. Mauerlauf. Das kennen wir schon. Oha, wie sieht denn hier der Weg jetzt aus? Okay. Kennen wir schon, aber gehört mit dazu. Machen wir das noch einmal. Wobei wir das letzte Mal hier weggelassen hatten, ne? Ich bin mal wieder als letztes dran. Ah, Stern? Fertig? Yeah. Okay. Das ging eigentlich relativ flott. Kann man auch nicht viel mitmachen. Wehe, wehe, Seitenwind. Aufgabe, möglichst viele Ballons platzen lassen. Lenke den Ballon mit dem Ventilator zur gegenüberliegenden Seite. Es gibt drei Durchgänge. Okay. Ah gut, ich sehe mich jetzt eh nicht mehr. Okay. Prinzip verstanden. Natürlich habe ich jetzt viel zu stark den Ventilator gedreht. Konnte mir gar keinen Luftballon sammeln. Ich bin wieder ganz unten. Das war jetzt doof, Peach. Muss ja nur ganz leicht. Genauso wie Yoshi hat es richtig gemacht. Die Peach ist völlig verkehrt dort. Na gut, fast komplett. Ja, jetzt durfte es ja auch mal kurbeln hier. Ende.
Rang A. Na gut, okay. Geschafft. Fertig. Yeah. Woo. Okay. WW Seitenwind war das. Mal schauen, was es als nächstes gibt. Schmucksteinschlepper. Aufgabe Kristall bis ins Ziel tragen. Vorsicht vor den Piranha-Pflanzen. Okay. Okay. Start. Das kostet natürlich Zeit. Lenkt dann nur ich oder auch die anderen? Irgendwie nur wenn ich laufe? Ende. Nur wenn ich laufe, sind sie gelaufen. Ansonsten, wenn ich mal nichts gedrückt habe, hat sich keiner bewegt. Also eigentlich im Prinzip hab nur ich gespielt. Na gut, okay. Anderes Minispiel wählen. Lukrative Luftsprünge, das sind die Rhythmusspiele, die sind cool. Das kennt ihr allerdings noch nicht, ich jetzt schon. Habe ich mit meinem Arbeitskollegen gespielt. Na gut, okay. Die Musik stimmt noch nicht. Hallo? Okay, irgendwie. Es hat mit meinem Kumpel zusammen besser funktioniert. Okay, vielleicht funktioniert es bei den anderen Spielen besser. Schauen wir mal. Anderes Minispiel wählen. Timing per Trillerpfeife. Ja gut, das kennen wir eigentlich schon. Fruchtfechter. Das kennen wir noch nicht. Mist. Das war das Mikrofon. Okay, Prinzip zwar verstanden, aber mich irritiert, dass es nicht so richtig funktioniert mit dem Joy-Con. Schauen wir mal. Ah, also irgendwie? Aber wenn es bei mir nicht so wirklich funktioniert hat, hatte ich fast die meisten Punktzahl. Vielleicht stimmt was mit diesen Joy-Con nicht. Weil mit den gelben hat es wunderbar funktioniert gehabt eigentlich. Na gut, Taktschläge. Schauen wir mal, ob es da funktioniert. Weil die Spiele hier sind alle mit Bewegungssteuerung. Scheint zu funktionieren.
Okay, hier scheint es aber zu funktionieren. Das hat wunderbar funktioniert. Gewonnen. Vielleicht hatte ich auch den Joy-Con nur verkehrt rum gehalten. Ich weiß es nicht. Gut, wir sind bei 16 Minuten. Das heißt, die letzten Spiele, die sehen wir erst im nächsten Teil wieder. Okay. Dann können wir da auch gleich die Spiele, die ich schon freigespielt habe, nochmal angucken. Und dann schauen wir mal weiter. Keine Ahnung. Also das war's. Super Mario Party auf der Nintendo Switch mit mir von Nöhr Gameplays als Hobby. Und ja, das mit meinen Joy-Con, also man muss die schon in der irgendwie richtig herum halten. Also egal, ob jetzt so rum oder so rum. Das macht einen mega Unterschied. Da muss man richtig genau auf die Angabe achten, wie das zu halten ist in der Hand. Und dann funktioniert es auch richtig. Habe ich jetzt hier auch gemerkt, es hat wunderbar funktioniert. Während es aber bei der anderen irgendwie nicht wunderbar funktioniert hat. Also ja, anscheinend ein bisschen falsch gehalten oder so, ich weiß es nicht. Wegen mit meinen Schulkollegen, wieso will ich mal Schule sagen? Mit meinem Arbeitskollegen hat es wunderbar funktioniert, die Spiele, die wir eben gerade davor hatten. Mit der Bewegungssteuerung, da hatte ich null Probleme, da habe ich echt gut abschneiden können. Mein Kollege sogar auch, und der hat einen Schwarzen gehabt, allerdings den anderen Schwarzen. Ja gut, okay. Wie gesagt, es mag wohl in der Haltungsweise liegen, keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr neu bei mir seid, Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf Wiedersehen. Tschüss.